Hallo und willkommen zurück zu Smurf CSGO oder was auch immer. Neuer Gegenstand. Ist mir letztens gar nicht aufgefallen. Ich habe eine Waffenkiste Spektrum 2 bekommen. Ich habe den ersten Part noch nicht gerendert. Ich habe Angst davor. Und ich würde mal sagen, scheiß mal auf das 2. Wir gehen überall rein. Das 2 war nur so ein bisschen zum Warmwerden. Warte, die Maps waren vorher nicht alle anklickbar. Warum sind sie jetzt alle anklickbar? Ich weiß es nicht. Ich kenne die gar nicht. Ich spiele nur das 2. Ah. Als ob ich Office spiele, daran erinnere ich mich, ich hasse Office. Keine Ahnung, YOLO, interessiert mich nicht, alles cool. So, dann gucken wir mal, ob wir ein Match bekommen. Wo ist der Button? Ich sehe ihn letztlich nicht. Ah! Oh mein Gott, eine nicht näher definierbare Zeiteinheit ist vergangen, da oben steht sie, ups. Und wir haben ein Match gefunden und es ist wieder das 2. Ich hätte aber wahrscheinlich das 2 rausnehmen sollen. Aber andererseits interessiert es mich auch nicht. Guck mal, wir haben ein Bombenszenario. Kaufen Sie zu Beginn jeder Runde mit verdientem Geld neue Waffen. Kann ich nicht mit verdientem Geld erstmal mir ein neues Headset holen? Nein, es ist immer noch am Ausfallen. Ich hasse mein Leben. So, let's go, sagst du. Ich mache euch alle mit meinem Dual-Barrett aus kaputt. Ne, fucking diesen Skin. Ne? Den könnt ihr euch bei mir ersteigern für 100 Euro. 200 Euro Sofortkauf. Schreibt mich an, lol. Und dann haben wir doch erstmal schon den ersten Bot geheadshottet. Wir fangen in das Gitter hier wie warme Semmeln. Wer will denn die scheiß Nova haben? Bei dir falsch gelaufen, Kollege. Bum, bum, bum. Ha, schon wieder ein Headshot. Ich glaube, ich habe mein A-Mode wieder nicht ausgemacht. Ja, ich glaube, ich habe den A-Mode noch an. Hallo, Willi. Ich habe gar kein 2 gespielt. Warum hat er 2 gespielt? Ich hasse übrigens Nachladen, aber ich mag es halt trotzdem. Ist das ein Bot neben mir? War das eben... Ja, Bot Ulrich. Ich wollte schon sagen, der hat geschossen wie ein Weltmeister. Also hätte er mir jetzt nicht gesagt, dass er ein Bot ist, wüsste ich nicht. Ich hasse diese Aufwärmrunden, ne? Aber andererseits, naja, von mir aus. Ich kann mal so gucken, was die Spieler so drauf haben. Oder man kann es einfach sein lassen und komplett ignorieren, weil ich dann sowieso ziemlich YOLO reingehe. So wie immer eigentlich, also... Nothing gonna happen. Ah, ich meine, das ist halt so die Sache bei mir, ne? Also. Ich gehe hier so rein, als wäre es so ein stinknormales Deathmatch und wäre jetzt nicht irgendwie. Fick dich, will ich gar nicht haben. Also, ich gehe nicht so rein. Oh mein Gott, mein Leben hängt davon ab, ob ich jetzt gewinne oder nicht. Ich meine, es ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich weiß, das kommt nicht sehr glaubhaft rüber, wenn ich währenddessen ziemlich krass rage. Aber man muss dazu sagen, dass dieser Typ ein Hurensohn ist. Und man muss dazu sagen, dass dieses Ragen, das ist weniger, weil ich mich darüber so richtig hart krass aufrege. Sondern, ich meine, irgendwo regt man sich schon drüber auf, aber es ist mehr so ein spontanes, ja, so ein spontanes Ventil, um kurz ein bisschen Mini-Hass loszuwerden, I guess. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist furchtbar. Es ist einfach Ragen, weil ich finde, dass es lustig ist. Haha. Und weil du ein Hurensohn bist. Und, natürlich habe ich einen Türken im Team. Ich muss sagen, ich habe so ein kleines Vorurteil gegenüber Türken. Das liegt aber daran, dass ich in Berlin aufgewachsen bin und in Berlin hinter jeder Ecke ein Türke lauert. Was nicht unbedingt schlecht ist, versteht mich nicht falsch. Aber wenn du halt 99,9% der Türken, die du triffst, es sich herausstellt, dass es Arschlöcher sind, ich kann gut Deutsches als der Form, dann gibt es zwar noch diese 0,1% Türken, die vielleicht okay sind, aber man hat so ein Vorurteil, dass man sagt, oh Gott, ein Türke. Ne, also tut mir leid, falls jetzt einer von den Zuschauern Türke ist. Bist wahrscheinlich cool, ich weiß es nicht. Ich meine, du hast mich noch nicht angepisst, lol. Aber ich sag mal, wie gesagt, ich habe vorurteilsmäßig schon ja, mit zu vielen Türken Kontakt gehabt, die mich angepisst haben. Hust. Von Schule bis hin, ne? Bis hin zu weiß ich nicht wohin. Dass ich generell da so ein bisschen Hurensohn vorurteilsbehaftet bin. Meine Fresse. Lange Erklärungen sind lange. Mein Gott. Ich hasse diesen Typen jetzt schon. Und ja. Tut mir leid, wie gesagt, falls euch das rassistisch rüberkommt, aber naja. I guess. Ah
ansonsten jegliche, ich sag's mal in Anführungsstrichelchen, Beleidigungen, Hust gegenüber Juden und sonstigen Völkereien oder auch gegen Türken sind eigentlich nur so aus Spaß gesagt. Das ist dann wohl schwarzer Humor oder Untermenschenhumor, je nachdem, wie man das nennen möchte. Ja. Nur weil ich jetzt aber so scheiß Jude oder sowas. Ich weiß, das klingt schon mal sehr antisemitisch, aber so antisemitisch bin ich gar nicht. Möchte ich jetzt mal behaupten. Also ich gehe jetzt nicht irgendwo hin und verbrenne eine Synagoge. Tatsächlich ist ja sogar irgendwo eine Synagoge in der Nähe. Und ich habe sie noch nicht angezündet. Also ja, das soll schon was heißen. Oh boy, fucking, das macht sich aber heute wieder sehr gut. Naja. Ich hoffe, der ein oder andere versteht, worauf ich hinaus möchte. Ist alles Spaß, Jungs. Ihr könnt sein, wann ihr wollt. Stört mich nicht. Solange ihr mich nicht in die Luft jagt. Haha. Haha. Da fällt mir eine lustige Anekdote aus meiner Arbeitszeit ein. Da war ich mit einem Typen zusammen auf Streife. Also wir waren in der Bahnhofsreinigung. Ich nenne das jetzt einfach mal Streife. Und der Typ war Mann Neonazi. Und da war so ein Bahnhofsmusikant, kennt man ja vielleicht in Berlin, hallo. Kennt man ja vielleicht, wenn man in Berlin wohnt oder in anderen großen Städten auf Bahnhöfen, da gibt's halt, so eine Musiker vor allen Dingen, und der hat auf so einer Bongo-Trommel rumgetrommelt. Bongo-Trommel, das klingt auch schon wieder rassistisch, aber auf jeden Fall so einen komischen Trommel. Und das klang gar nicht so schlecht, aber, ne, wir müssen als Reinigungskräfte dummerweise die Hausordnung durchsetzen, und in der Hausordnung steht drinne, dass das verboten ist auf dem Bahnhof. Und mein Kollege dann so, weil er natürlich der Erfahrenere ist und ich so als neuer Fuzzi kann das natürlich nicht bringen, ne? Oder weiß ich nicht warum. Hat er zu denen gesagt, yo, sie müssen ja leider gehen, ne? Und so ein Scheiß. Und der Typ konnte 2-3 Wörter Deutsch. Wahrscheinlich war eins, ein Wort war Deutsch und die anderen 2 Wörter war du Nazi. Weil, so, nachdem mein Kollege diesen Satz ausgesprochen hat, du bist auch ein Hurensohn. Sobald mein Kollege diesen Satz ausgesprochen hatte, kam dieser Bongo-Trommler dann irgendwie auch mit an. Du Nazi, du scheiß Nazi. Hilfe, Nazi will mich verjagen vom Bahnhof und so. Und das war schon irgendwie witzig. Und dann ist mein Kollege so ein bisschen ausgetackt. Und er meinte dann, wenn du mal einen richtigen Nazi sehen willst, dann kann ich mal hier die Arbeitsklamotten ausziehen. Wir gehen mal beide vor die Tür und dann siehst du mal einen richtigen Nazi. Und im Nachhinein hat er mir erzählt, er war halt mal in der Neonazi-Szene. Und go shot. Fucking das, was er und seine Kollegen damals mit ihm gemacht hätten, mit diesem Nazi-Schreier, da könnt ihr nicht mehr viel Nazi schreien. Also sollte der Typ mal die Fresse halten, er wüsste gar nicht, was ein Nazi ist und sowas. Fand ich ganz witzig, aber ja. Warum ich das jetzt erzählt habe, weiß ich nicht. Aber will irgendjemand eine AK, bitte schön. Ja, danke, du zweijähriges Kind, ich kann dich ganz gut verstehen. Ja, auf jeden Fall witzige Anekdoten. Haha. Haha. Ha, vielleicht mit der Zeit fallen mir noch mehr witzige Anekdoten ein, aber erstmal nicht. Upsi. Naja. Gut, dass ich nur auf B bin. Ich bin ja auch eine One-Man-Army. Hab ich mal gehört, da ist schon einer. Bomb ist at B. Ich hab den Sprachknopf gefunden, ich bin cool. Ich weiß gar nicht, ob CSGO, ob ich Hacker bin oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob CSGO mein Headset-Mikrofon benutzt oder mein Mikrofon. Ich hoffe, mein Mikrofon, weil das andere klingt scheiße. Im Vergleich zum Mikrofon. Obwohl, das klingt gar nicht so scheiße, aber ich meine, im Vergleich zum Mikrofon, weiß nicht. Man sagt, ich habe viel Bass in Stimme, dafür kann ich aber nichts. Warum habe ich mir das jetzt geholt? Keiner weiß es. Bin ich eigentlich der Einzige, der dieses kleine Kackkind nicht verstehen kann? Taktiker. Wieso geht eigentlich keiner auf B? Ich meine, ich fühle mich geehrt für dieses Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, aber ich glaube, ich sollte das Fadenkreuz echt mal ändern, weil dieses Grün ist schon behindert. Also
Okay, die Bombe ist bei A, dann brauche ich ja nicht weiter hier harzen. Aber das Team passt zu mir, das Cord wenigstens auch nicht. Go short, guys. Go short, Bombe ist short. Hört man das Nachladen hier eigentlich, als wenn man eine Waffe zieht? Das würde mich mal interessieren. Also falls das einer weiß, lol. Das ist ein Deutscher. Bumm. Habe ich mal wieder einen Tag gerettet, sagt er. Ich nehme keine AWP mit, fahre ich mit. Lul, aber ich habe eine Granate gefunden. Was ist denn das? Molotow, ne? Eine Brandgranate. Guckt euch mal meinen Messerskin an, Baby. Ganze, kein Skin, lol. Ich hätte gerne eine Skin für die M4, glaube ich. Weil ich gerne mit der M4 spiele, glaube ich. Warum sage ich glaube ich? Weiß ich nicht. Weil ich mir nicht sicher bin. Boah, die Schnauze, Alter. Ich weiß übrigens nicht, warum ich so einen krassen Hass gegenüber Kindern habe. In Online-Spielen, I guess, aber... Aha. Hätte ich gesehen, noch ein Schloch. Ey, du hast es Sniper, mach du halt mal. Ich geh mal hier rum, ne? Lirum, Larum, Löffelstiel. Wer viel Scheiß, der wächst auch viel. Hi, wie geht's dir? Ja, ich bin hier. Nein, haha. Oh Gott. Leute, don't do this. Das war ein Headshot, wieso lebst du noch? Ich meine, klar, der hat einen Helm auf, aber du. Ich komme von hinten. Siehst du? Siehst du, deswegen mache ich das. Deswegen gehe ich an einer Seite. Also ich meine, gut, das ist jetzt bei den Terroristen, bei den Konterterroristen immer nicht so, ne, und so, aber alle gehen zu A, dann gehe ich nach B und lenke sie ab. Im dümmsten Fall sehen sie das ganze Team aus. Shit, die sind alle bei A. Oh mein Gott, ich muss jetzt rübergehen zu B und ich kann ihnen easy in den Rücken fallen. Das bin ich, eine kleine hinterhältige Schlange. Oh fuck, da ist eine AWP oder so. Ich muss pissen, beeilt euch. Alter, ihr holt mir ein Auto, ich glaub's ja nicht. Ich habe gehört, Autoleute sind Hurensöhne, aber ich weiß es nicht, weil ich benutze halt keinen und die ist mir eigentlich zu blöd, um das zu judgen. Ich finde AWP sozusagen genauso schrecklich. I guess. Die Schnauze. Hattest du mal eine Sekunde die Fresse halten? Achso, die Bombe ist da, okay. Ich dachte, das ist der Bombenträger. Boah, lässt er sich holen, sagt er. CD, guys. Halt aber die Fresse. Halt mal die Stellung nur und sei mal ruhig, okay? Wisst ihr, ich wollte gerade um die Ecke kommen und ihn töten. Ich meine, wer ist hier erster? Ich, ja? Ich bin Silber 2. Ich kenne, I know the way, bitch. Ich habe eine Brandgranate, cool. Ich weiß, es gibt auch irgendwie so Hotkeys, um sich dort schnell zu kaufen, aber als ob ich die mir merke. Ich kann auf mein Headset diese Tasten biten, aber als ob ich das mache. Lol. So, hier smogt zwar eigentlich mal einer, aber... Ne? Mach du mal, ist schon richtig. Ja. Ich muss immer noch pissen. Aber das muss ich heute, glaube ich, immer. Von daher passt schon. Ja. Die sind alle sowas von nicht hier. Sagt er und stirbt. Ich meine, natürlich. Ist natürlich auch mal praktisch, wenn das Team ein Carry hat, dann muss man nicht so viel tun. Diese Runde hat gerade mal 37 Sekunden gedauert. Naja, gut, 30 Sekunden war schon mal besser. Hatten wir schon mal besser, Jungs, ne? Was soll ich denn damit? Naja, ist ja auch scheißegal.
Ehrlich gesagt, mir ist auch diese Kill-Death-Ratio total furzegal. Wie gesagt, ich spiele dieses Spiel eigentlich nur aus Spaß. Nun muss ich, wie gesagt, zugeben, dass halt CSGO mir nicht so viel Spaß macht. Aber, ne, ich bin ja hier Mr. Obersmurfer. Von daher mache ich diese Scheiße hier fertig. Fuck. So, du bist schon mal. Du bist schon mal hinüber. Ich bin ja dumm. Ich bin ja. Ups, das war noch ein Flashbang. Ah, das war die richtige. Ich hab so, ich seh's halt nicht, was da ist. Es tut mir leid. Ich hab literally keine Ahnung, was da unten rechts ist. Mein Bildschirm ist da unten kaputt. Er ist kaputt wie Kaputin. Campen die jetzt da und kommen gleich rüber, oder was? Bomber ist nicht. Halt mal die Fresse. Ihr muss halt auch hin, ne? Aha. Habt ihr dich gehört, Kollege? Ha! Aimbot! Ich hätte die AWP mitnehmen sollen, ne? Ich bin echt irgendwie ein Kameradenschwein. Naja, tut mir leid, Jungs, ne? Nächstes Mal. Ich hab 16.000, ich fühle mich mal halt die Fresse. William? Halt die Fresse. Ich höre mich immer schlecht, wenn ich so viel Geld habe, weil die anderen haben nicht so viel Geld. Sag mal, kann dieses zweijährige Kind sich mal einen Mikrofonverstärker kaufen? Schurda. Halt die Schnauze. Ja, ja. Lern mal Deutsch, deine Eltern wohnen hier bestimmt. Mhm. Ah, lasst ihr euch heute Zeit, oder? Achso, sind schon alle tot, lol. Ja gut. War ich auch nicht so. Ich dachte, die kommen jetzt irgendwie gleich so groß angeschissen. Aber natürlich die Hälfte, über die Hälfte schon tot ist. Ich meine, bei 5 Leuten gibt es nicht die Hälfte. 2,5 Leute können nicht leben. Glaube ich. Habe ich mal gehört. So, jetzt sneaken wir ja mal ganz sneaky, weil ich höre da immer in der AWP. Du Hurensohn! Als ob du Kinderficker! Ja, eine Flashbang immer reingucken, habe ich gehört. Das ist eine gute Idee. Das ist die beste Idee, die du haben kannst. Ich meine, du bist Türke, was soll ich von dir erwarten? Erzähl doch noch 5 oder mal. Ja, richtig, die AWP. Ja, richtig, Kollege, ist richtig. Ja, zieh die noch, ja, ist richtig. Wenn der das holt, Alter, dann nenne ich mich um den Hitler. Gut, die Flash war gar nicht so blöd, gebe ich zu. Der Typ ist schon jetzt weg. Und Bombe ist geplättet. Schade. Boah, betet der im Hintergrund oder was ist mit seiner Gebetsmusik los? Fuck, ich mache ich meine Boxen an und mach sie nicht mal an. Könnte ich machen? 1000 Wattlinge unter meinen Füßen. Wo liegen sie hier? Ich stehe nicht. Let's go. Keine Ahnung, was ich geraucht habe. Ich glaube, das ist der Zuckerschock. Nö. Ich muss pissen immer noch. Ich glaube, das wertet das Commentary ziemlich auf, wenn ich alle 5 Sekunden sage, dass ich pissen muss. Deswegen tue ich das auch. Die sind schon wieder alle tot, what the fuck? Ich meine, wozu kämpfe ich denn hier? Wozu gehe ich denn auf B, wenn die schon alle bei A sterben, hä? Erkläre mir bitte den Sinn des Lebens. Yeah. Ist nicht wahr. So, ich kaufe mir erstmal wieder eine P20, 250, weil mache ich halt einfach. Ist halt mein Ding.
Wieso kann ich nicht die Pistole eigentlich wegwerfen und dafür eine Sniper mitnehmen? Wieso kann ich das nicht so GTA-Style machen oder Arma oder so? Dass ich so eine Main-Waffe habe und dann so eine Secondary, aber die Secondary ist keine Pistole, sondern eine Sniper. Wäre das nicht awesome? Ich meine, das würde das Spiel gleich noch ein bisschen mehr in den Arsch schicken. Ich hätte eine Granate mitnehmen sollen, merk schon. Wenn ich darüber springe, macht das Sounds wetten. Ja. Genius! Ich habe irgendwie keinen Bock, mich zu zeigen. Aber die Bombe ist da drüben von der YOLO. Noch zwei im Leben von uns, also noch recht noch ein anderer Spasti. Uncool. Me. Ich stirb nicht, bevor ich bei dir bin, du Bastard. Null. Er rasiert einfach. Habe ich den erstmal? Die Schnauze, habe ich dich das Stemmen gehört oder nicht? Nur Fragen in meinem Kopf. Noch keine Antwort entdeckt. Nur nach 25 Sekunden. Warum sollte ich? Lol. Ich hab nicht, sollte ich das nicht getan, ne? Fucking. Denk ich bin unfähig. So, Mädels. 11 zu 1, wenn das easy gewinnen lässt. Naja, gut, die haben auch wieder einen Bot drin, ne? Haben sie das? Nee, doch nicht. Sie hatten einen Bot drin, aber dann wurde er wieder entbottet, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie dieses Matchmaking funktioniert. Ob es funktioniert. Bei Smoke EU. Ah, dafür gibt es die Memes. Das ist schon mal etwas. So, komm, jetzt schieß mich bitte direkt ins Ab. Danke. Hurensohn. Drei Treffer. Wieso bist du nicht gestorben, du Bastard, hä? Umr, was ist das für ein Name? Kauf dir mal vernünftige, du Penner. Oh mein Gott, er hat einfach den Jackpot. Er hatte den Jackpot. Er hat den Fucker. Gut. Zugegeben. Ich hätte es wahrscheinlich nicht besser machen können, aber fucking genau das ist es. Von hinten einfach kommen. Ich hasse das, wenn Leute sich so denken, guck mal, ich bin Goldnofer Petrus Hitler, drittes Reich, ich habe den Reichsadler in meinem Arschloch. Ich weiß ganz genau, wie dieses Spiel funktioniert. Wenn wir uns nicht alle frontal treffen, dann ist das nicht richtig. So spielt man das Spiel nämlich nicht. Man muss sich nämlich frontal treffen. Du kannst nicht einfach taktisch zurückbleiben oder auch campen, bis alle irgendwo sind. Und dann dorthin gehen, wo die anderen sind und in den Rücken fallen. Ja, das kannst du nicht machen. Du musst das Spiel so spielen, wie ich das spiele. Und wenn du es nicht spielst, bist du ein Kacknoob. Und ich labere dich den Rest mal deines verkackten Lebens zu. Also, du bist ein Smurf, lol. Braucht irgendjemand was? Dann hat nicht Pech gehabt. Fucking. Ich hab euch gefragt. Ich hab's nicht im V-Chat gefragt, aber ich hab's gefragt. Und das meine ich halt. Das kotzt mich halt so an den meisten Spielern. Deswegen spiele ich dieses Spiel eigentlich auch nur noch, wenn fucking Freunde das mit mir spielen wollen. Ich habe nicht so viele Freunde, also spiele ich das nicht so oft. Nein, aber, Mann. Weil ich das mit Randoms schon zu oft hatte von den... Ich meine, zum Glück kann man die Leute muten, ne, aber... Ach Gott. Zum Glück kann man die Leute ja muten, aber ich meine, wenn sie dich dann halt zulabern, weil du das Spiel nicht so spezifisch spielst, dann kriegst du schon harte Akkus. Warum kann ich mein Leben nicht noch mehr hassen? Tschüss, war ich nicht. What the fuck? Mist, der war da hinten! Hätte ich mir auch denken können, aber ne. Zeig mir nicht die Killcam, ich wollte auch gar nicht wissen, wo genau er steht. Who's heck? You. Bam! Fucking, ich schreib nie was, aber das habe ich nicht gegeben. Ich habe zwei Kills gemacht, ich bin besser als du. Willst du irgendwas? Was brauchst du? Bitteschön. Keine Ahnung, was du willst, wenn du mir nicht sagst, was du haben willst. Achso, M4, ja, ich habe keine M4, ich habe nur eine Schalke mit M4. Tut mir auch leid. Habe ich dir jetzt gegeben? Fucking, wer ist denn hier? Ah, draußen fährt eine Kutsche lang. Hört man vielleicht nicht, aber YOLO.
Wieso gehe ich hier rein? Warum geht er hier rein? Warum geht er hier rein? Warum sneakt er nicht rein? Was ist dein Problem, Junge? Ach, fick dich, auf dich habe ich keinen Bock. Ja. Auf jeden Fall ist dieses Spiel. Aber es ist dieses Spiel sehr schön spaßig, wenn dir 50 Leute vorschreiben wollen, wie du dieses Spiel zu spielen hast. Und dich nicht selber spielen lassen, weil sie denken, sie sind besser! Ach, halt die Fresse, du türkischer Bastard. Fucking, du spielst auch nicht besser. Du bist als Erster gestorben, lol. Und ich weiß, er spricht nicht mit mir, aber er spricht mit ihm. Und fucking, so spricht man nicht mit Leuten. Nicht offiziell. Aber dö, ich meine, das meine ich halt. Leute spielen dieses Spiel halt anders, als andere Leute es gewohnt sind, mit Kacken um deine Mutter zu sterben. Ich meine, ich sag das auch manchmal, aber aus Spaß. Das ist was anderes. Die meinen das tot ernst, hast du seine Stimme gehört? Hast du gelesen, was der Typ da schreibt? Der meint das ernst, der Hurensohn. Konnte man nicht auswählen zwischen Glock und irgendeiner anderen Waffe? Ich würde gerne die andere Waffe nehmen. Ich hasse die Glock, glaube ich. Guck mal, ich habe was gekauft, Jungs. Ich muss pissen. Kauf mir Blend. Halt deine Fresse. Und das meine ich halt, das ist halt so dieser erste Hurensohn. Ist halt so die erste Hurensohn, der so ankommt. Sprachlos, ja. Ich hab's jetzt aber zumindest abgelenkt. Fuck. Ich kann halt mit Pistolen nicht, lol. Aber 62 Treffer, ne? So, wer war das, dieser Hurensohn, der mich angelauert hat? Das war, glaube ich, grün, ne? Wer ist denn hier grün? Sieht man nicht, lol. Ja, mein Plan hätte aufgegangen, wäre aufgegangen, wenn ich nicht volle Kanne in die Granate reingelaufen wäre, lol. Shit happens. Meat. Meat. Halt die Friese, Meat. Der ist da gerade links gestorben, du Idiot. Meat und Schau. Safe, safe, safe. Komm, wird auf abgeknallt, komm. Schade. Aber es ist gut zu wissen, dass der Türke fucking Deutsch kann, weil ich meine, kann er wenigstens zum Arbeitsamt gehen. Ich gehe aber nicht zu A, du Arschloch. Ich gehe mal nach B. Tschüss. Lan, gelsene. Ay. Ja, ich weiß, sie wird nur genutzt, um den Weg zu versperren. Was pissen? Hier ist einer mit einer Sniper. Hört man doch. Oder ist eine Decoy? Ja, ist eine Decoy. Macht keinen Sinn, dass einer ist. Obwohl es ein Gegner, die machen nicht immer Sinn. Hi, wie geht's? Das war so dumm. Ich muss aufhören, fucking in einer Stockstarre zu versteifen, wenn ich einen Gegner sehe. Oh mein Gott, Token schießen! Nein, bewegen und schießen! Auch wenn du nicht mehr triffst, aber dann trifft er dich wenigstens auch nicht. Sie willst du auch sein Helm. Fick dich und hat's mal, Onkel Ficker. Alter Schwanzlutscher, lecker Onkel Ficker. Du bist dein Onkel Ficker, alte Sau. Fick deinen Onkel, ganz genau. Obwohl Zinkficker würde ja passen. Null. Guck mal, eine Flashbang. Beste Flashing. Und dafür habe ich auch noch eine normale Granate. Gehen sie halt alle nach Asoste. Wie habe ich den denn nicht gesehen, Alter? Verarsch mich doch nicht. Ach du Pennerkind! Mit der Pistole! Ja, sicher dort! Nein, mein brennt der Gang. Toll. Warum blockt ihr mich? Lol. Ich block dich auf Instagram, Bruder. Go, wie go. So, ho, 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 ho. So, machen wir das normal. Ach, diesmal treffen wir. Okay. Deal. Ach, jetzt gehen sie natürlich alle nach B. Ja.
Spielverderber. Naja. YOLO. Na, heute nicht. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Was ist das? Achso, das ist ein Grafikfehler. Ach Gott, warum muss ich denn mal so nervös, wenn mit einer da kommt? Aber ich gerade pissen muss. Verreck, du Arschloch. Ich hab die meisten Kills. Tschüss. Was war das denn für ein Aim? Ich meine, ich hab's gemacht, aber trotzdem. Ja, Aim Yarda, deine Mutter ist Aim Yarda, Alter. Keine Ahnung, was das heißt, aber fick dich einfach. Mach's besser, du bist wahrscheinlich gestorben. Achso, der war der Gegner, ja gut, natürlich ist er gestorben, lol, aber. Fucking halt die Schnauze, du Bastard. Ich weiß nicht, wo Armes Terminal hat. Das hatte ich noch nicht. Ah, es geht immer gleich zu mir. Piu, piu, piu. Ohoho. Nein, mein Headset stoppt wieder. Ich will die M4 haben. Das ist keine M4, fuck. Was hast du für Probleme, Alter? Oh, von da kommt er schon mal nicht mehr. Ich wollte schon sagen, hör auf zu steppen, du Bastard. Ja, das war Pre-Fire, ne? So sieht ein Aimbot aus. So sieht ein Aimbot aus, schalalalala. Obwohl, Warlock. So sieht ein Warlock aus, schalalalala. Was? Ich versau den Steppen jetzt einfach mal die Runde. Weil, ich hoffe, das ist die Smoke. Ich hoffe, das ist die Smoke. Hahaha, lass mir doch mal so einen Weg hier. Digga. Halt die Schnauze! Boah, du türkischer Bastard! Das sollte ich in Berlin nicht so laut schreien. Natürlich flashe ich mich selber. Fang, da war ich ganz geflasht von. Das sollte ich im Türkenviertel Wedding Nummer 1 wahrscheinlich nicht sagen, du türkischer Bastard, aber trotzdem. Vor allem, wenn das Fenster gerade offen ist. Guck mal. Das war eine Flashbang. Ich dachte, das wäre eine Smoke. Ich meine, ne? Abi, geri dönsenize, bombayı kayıp. Easy. Bester Spieler für die meisten Abschüsse, du Hurensohn, ne? Haben wir gewonnen? Herzlichen Glückwunsch, jetzt kann ich mir auf Klo gehen. So, der Smurf hat wieder Nummer 1 erreicht. Fucking, ich weiß wie gesagt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber du bist ein Wichser. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, Logitech-Mitarbeiter sterben alle. Wieso kriege ich nichts? Und, wir sehen uns beim nächsten Mal CSGO wieder, falls ihr das wünscht. Ich werde das jetzt erstmal schneidend hochladen. Schneidend rein dann hochladen. 33 GB. 20 GB, alles klar. Ne, Mädels, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, ich bin raus. Die Maus.